Ja, Dankeschön, Herr Grillo, und an Sie, die vier Präsidenten der verschiedenen Wirtschaftsvereinigungen. Hier ist die Handwerksmesse und mir hat das Motto sehr gut gefallen: Unsere Baustelle ist die Zukunft. Das passt auch zu dem Thema der Digitalisierung. Und ich darf Ihnen auch heute hier mitteilen, dass gerade der Bundesrat abschließend beschlossen hat, dass wir das Meister-BAföG erhöhen werden. Die Reform ist heute jetzt abschließend beschlossen und braucht bloß noch vom Bundespräsidenten sozusagen unterzeichnet zu werden. Das bedeutet einen großen Fortschritt und ich würde sagen mehr Gerechtigkeit auch im Blick auf Studenten, denn in Zukunft kann man bei einer erfolgreich abgeschlossenen Meisterprüfung dann auch 40% des Darlehens erlassen bekommen statt 25% bisher, und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft auch für die Gleichwertigkeit der Ausbildung, die wir ja immer wieder zeigen wollen. Wir haben heute sehr stark über die Digitalisierung gesprochen. Herr Grillo hat das erwähnt. Ich konnte mich eben davon überzeugen, dass Digitalisierung im Handwerk ganz praktisch Einzug hält an den drei Beispielen. Und wir müssen weiter das politische Rahmenwerk schaffen. Vieles davon in Europa. Die Datenschutzgrundverordnung war einer der wichtigen Punkte. Die muss jetzt umgesetzt werden und auch so ausgestaltet werden, dass das Management von großen Mengen von Daten auch wirklich in Europa gut möglich ist. Wir haben auch im Blick die Sensibilität bei Cyberangriffen. Ich glaube, hier wächst sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft auch die Sensibilität, wie wichtig das ist und wie wir hier wachsam sein müssen. Der Infrastrukturausbau schreitet voran. Wir haben uns 50 Megabit pro Sekunde bis 2018 für jeden Haushalt in Deutschland vorgenommen. Wir haben die entsprechenden Förderkulisse jetzt aufgebaut. Wir haben die Tiefbauarbeiten vereinfacht und hier auch Notwendigkeiten der Vorsorge für Breitbandausbau getroffen. Aber es bleibt viel zu tun, wenn wir mal an das autonome Fahren denken in Zukunft oder die Telemedizin. Da müssen eben sichere Datenübertragungsmöglichkeiten da sein. Und ich glaube, die Zusammenarbeit hier ist aber auch vorbildlich im Blick auf die digitale Plattform und die gesamte digitale Agenda. Wir werden das jetzt bei der CeBIT auch wieder erleben. Wir haben über die anderen Fragen gesprochen. Die Beschäftigungslage ist ausgesprochen gut. 31 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 43 Millionen Erwerbstätige. Das sind beide Male Höchstziffern. Aber wir müssen bei Leiharbeit und Werkverträgen, wo jetzt Reformen im Rahmen des Koalitionsvertrages durchgeführt werden, darauf achten, dass die notwendige Flexibilität auch erhalten bleibt. Und insoweit ist inklusive Erbschaftssteuer und anderen Themen natürlich der Gesprächsbedarf zwischen den Wirtschaftsverbänden und der Politik weitergegeben. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für Ihre positive und konstruktive Haltung gegenüber den Menschen, die zu uns kommen als Flüchtlinge. Die deutsche Wirtschaft hat sich hier vom kleinen Unternehmen bis hin zum großen Unternehmen als ausgesprochen offen gezeigt, als tatkräftig gezeigt. Die große Bewährungsprobe wird hier auch noch kommen, weil ja gerade im letzten Jahr viele gekommen sind. Und ich verspreche Ihnen, dass wir über die Bundesagentur für Arbeit sehr eng zusammenarbeiten, dass wir da, wo bürokratische Hemmnisse sind, auch bemühen, sie abzubauen, dass wir gemeinsam Wege finden, auch die Eingangsvoraussetzungen der Flüchtlinge aufzunehmen und nicht als erstes die schriftliche Prüfung zu verlangen, sondern vielleicht eben auch modular vorzugehen, dass wir Einarbeitungsmöglichkeiten schaffen, Erprobungsphasen schaffen, die Praktika verlängern, also alles Dinge, die, ohne dass wir den Mindestlohn in Frage stellen, da sind Sie ja auch alle mit uns einer Meinung, doch mehr Flexibilität schaffen und den einzelnen Flüchtlingen gerecht werden. Denn wie Herr Weise uns gestern oder vorgestern nochmal sagte, von den anerkannten Menschen mit Aufenthaltsstatus, zum Beispiel Genfer Flüchtlingskonventionsstatus, und denen, die im erwerbsfähigen Alter sind, ist etwa die Hälfte unter 25. Und das zeigt, welches Potenzial da auch ist, Ihnen eine Chance zu geben. Herzlichen Dank für Ihre gemeinsame Haltung gerade in diesem Bereich.